Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein paar Couch-Snacks. Und zwar suchte ich gerade im Moment die Serie Riverdale. Und deswegen machen wir so ein richtiges Riverdale-Diner-Menu. Also einen Burger und einen geilen Milkshake dazu. Also wirklich typisch amerikanisch. Erstmal brauchen wir das Hackfleisch und einen Tortenring. In den Tortenring packe ich das Hackfleisch rein. Versuche es aber nicht so sehr zusammen zu pressen, sondern auch ein bisschen locker zu lassen. Und dann kommt es in den Kühlschrank, damit das Fett wieder ein bisschen fester werden kann. Wir machen uns zuerst an die Burger Buns. Die schneide ich einmal in der Hälfte durch und dann bestreiche ich beide Seiten mit Butter. Die kommen in die Pfanne und werden jetzt von der Butterseite gut angebraten. Was nicht fehlen darf, ist die Burgersoße. Da machen wir jetzt mal die Cornichons und eine halbe Zwiebel klein. Ich habe jetzt ja gerade erst mit Riverdale angefangen. Bei mir ist es so, wenn ich einmal mit einer Serie anfange, die mir gefällt, dann muss ich immer durchsuchten. Es geht nicht anders. Ich muss bis zum Ende schauen. Viele Freunde haben es mir empfohlen, viele von euch haben es mir auch empfohlen. Also ich habe mir gedacht, ich probiere es mal aus. Und es ist wirklich gut. Das Licht ist so geil. Ich finde, die Kamera ist geil. Also die Bilder sind einfach echt schön. Das Licht ist der Wahnsinn. Ich glaube, die wenigsten Leute gucken das deswegen. Die meisten Leute werden sich so denken, wovon redet sie? Guckt ihr Riverdale? Und wenn ja, warum guckt ihr es gerne? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wer aus der Gang, aus der Clique ist euer Lieblingscharakter? Meiner ist Betty. Für die Soße gebe ich Mayonnaise in eine Schüssel, die Cornichons, die Zwiebeln, Senf, Paprikapulver, Zucker, Salz und natürlich noch einen Schuss Essig. Ich habe jetzt mal recherchiert, was gehört rein in so einen typischen American Diner Burger. Und da gehört so eine Remoulade rein. Habe ich aber noch nie selber gemacht, eine Burgersoße. Habt ihr das schon mal gemacht? Und wenn ja, was muss bei euch da rein? Okay, ich glaube, die sind fertig. Ganz ehrlich, das ist ein Essen, was du richtig gut zur Serie dazu essen kannst, um so richtig drin zu schwelgen. Also mache ich jetzt parallel gerade schon mal die Pommes, schmeiß die in die Fritteuse. Heißluftfritteuse, also es wird gesund. Gesund frittiert. Währenddessen mache ich jetzt die Patties in der Pfanne. Das salze ich noch und pfeffer es noch. Die Unterseite der Patties ist kross. Also wende ich sie und lege oben auf die angebratene Seite jeweils ein Stück Cheddar. Damit der Käse jetzt auch schmilzt, mache ich einmal den Deckel drauf. Ich habe eine große Tomate und eine große Zwiebel und da schneide ich mir jeweils dünne Scheiben draus. Auf die Unterseite der Buns streiche ich jetzt die selbstgemachte Burgersoße. Yeah! Das Patty mit dem geschmolzenen Käse kommt jetzt da drauf. Dann eine Scheibe von der Tomate, ein Zwiebelring oder auch zwei und ein Salatblatt. Deckel drauf und fertig ist das Kunstwerk. Jetzt fehlt noch der Milkshake und so ein echter American Milkshake. Also wenn du das googelst, dann ist das eigentlich echt nur Eiscreme, gefrorene Erdbeeren und ein bisschen Milch dazu, damit das Ganze nicht zu fest wird, sondern dass es sich auch trinken lässt. Ganz simpel, deswegen gebe ich jetzt hier gefrorene Erdbeeren rein, 4 Kugeln Vanilleeis dazu und einen Schuss Milch. Und dann alles pürieren. Bevor ich jetzt gleich alles probiere, brauchen wir noch die richtige Lichtstimmung. Okay, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen mehr wie in Riverdale. Jetzt kann ich probieren. Geil. Es schmeckt wirklich wie ein amerikanischer Milkshake. Also echt sehr originalgetreu. Kaum süß. Ich schmecke aber auch nicht viel Erdbeere. Also sehr cremig vor allen Dingen. Milchig. Oh, der Burger sieht so geil aus. Oh Gott, ich traue mich da gleich reinzubeißen. Das ist so schön. Guckt ihr Riverdale? Und wenn ja, schreibt mir mal, an welcher Stelle in der Serie ihr gerade seid. Hier findet ihr noch mehr leckere Videos. Und falls ihr es nicht gemacht habt, Kanal abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns nämlich jeden Montag um 13 Uhr. Das würde mich sehr freuen. Pussy, baba. Oder auch nach 13 Uhr. Wann immer ihr wollt. Wann immer ihr Hunger habt. Oder einfach Lust habt, geiles Essen zu sehen.